Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 28. April 2024 besprechen und wir fangen an in Kislivka. Hier hatten wir gestern schon angeschnitten, dass die russischen Streitkräfte die ersten Angriffe, die ersten Bodenoffensiven in diesem Gebiet gestartet haben. Und jetzt kriegen wir die ersten Videos, welche die Flaggen in Kislivka der russischen Streitkräfte zeigen. Hier haben wir ein Video, welches zeigt, dass die russische Flagge bereits auf einem Gebäude gehisst wurde und somit die Kontrolle über diesen Bereich bewiesen wurde. Auch Deep State UA hat seine Karte angepasst, dass die russischen Streitkräfte bereits Kislivka fast komplett eingenommen haben. Also ungefähr 70, 75, 80% sind unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte in diesem Gebiet. Und weitere Berichte kriegen wir, dass Katlirivka bereits auch unter schwerem Beschuss steht, genauso wie von Bodenoffensiven geprägt ist in diesem Falle. Also die russischen Streitkräfte wollen Kislivka und Katlirivka wohl in einem Zug einnehmen. Bleibt eine spannende Gegend. Wir hatten ja Richtung Kupjansk eigentlich seit Wochen und Monaten war das wie eine eingefrorene Front. Bis auf Terni ist da halt wirklich nichts passiert in diesem Gebiet. Und jetzt nach Kislivka kriegen wir auch Meldung, dass in Makivka die russischen Streitkräfte weitere Geländegewinne erzielt haben. Hier sollen die russischen Soldaten die Defensive der 3. Sturmbrigade Azov durchbrochen haben und die ersten Häuser in Makivka gesichert haben. Videobeweise haben wir diesbezüglich noch nicht erhalten. Die Kämpfe gehen aber in Makivka wohl aktuell weiter. Dann gucken wir uns die Gegend rund um Siversk an. Und hier haben wir bis auf einige Bombardierungen eigentlich nicht allzu viel erhalten. Wir sehen rund um Bielogorowka, die Artillerie ist stark am Arbeiten. In Serebrjanka haben wir einen MLRS-Einschlag erhalten in diesem Falle. Das Video können wir uns angucken. Hier sehen wir die Einschläge in Serebrjanka. Also die Artillerie etc. ist stark aktiv in diesem Gebiet, auch in Spirne, wo die Aktivitäten sich in den letzten 10 Tagen, sage ich mal, also jeden Tag steigern und steigern. Die russischen Streitkräfte haben hier einen massiven Fokus drauf. Wir sehen, die Cluster-Munition wird hier verwendet, die RBK 500, um die ukrainischen Stellungen anzugreifen. Einen FAP-Einschlag haben wir aus diesem Gebiet erhalten, wie ihr hier sehen könnt auf dem Video. Zwei sogar. Hier wurden die ukrainischen Verteidigungsstellungen angegriffen. Und einige FPV-Drohnenaufnahmen, welche wir uns aufgrund von Todesfällen nicht angucken können. Aber auf den Videos sieht man, wie die Schützengräben gesichert werden der ukrainischen Streitkräfte von den russischen Drohnen. Entlang den Eisenbahnschienen Richtung Wiemka haben wir nichts erhalten, auch keine Meldungen, absolut nichts. Und aus Rasdolivka haben wir auch nichts erhalten. Da werden wohl die Kämpfe weitergehen, vor allem in Rasdolivka. Jedoch erhalten wir darüber aktuell keine Nachrichten. Ich denke, also meine Theorie ist, nach den ganzen Meldungen, dass die russischen Streitkräfte Richtung Rasdolivka eingedrungen sind, dass sie dort gekontert wurden, dass es jetzt einfach ein bisschen stiller ist um diese Gegend. Dann kommen wir zu Chasafyar. In Chasafyar gehen die heftigen Kämpfe weiter. Wir kriegen die Meldung, dass vom GUR, also vom ukrainischen Militärgeheimdienst, ein Spezialeinsatzkommando in diese Gegend verlegt wurde, um die Lage zu stabilisieren. Wir kriegen weitere Bombardierungen mit, aber im Großen und Ganzen ist das wie in den letzten 10 Tagen auch. Wir kriegen sehr wenig mit. Die Geheimhaltung ist hier sehr stark ausgelebt, sagen wir es mal so. Also Bombardierungen in Kalinivka haben wir erhalten, wie ihr auf dem Video sehen könnt. Gut vorspult. Also hier werden die Stellungen angegriffen, das Equipment der Ukrainer wird hier angegriffen und den Kanal kriegen wir auch heftige Bombardierungen mit. Hier können wir uns einige angucken, wie die Artillerie arbeitet. Clustermunition landet im Kanal. Also Kanal ist ja Tag und Nacht unter Beschuss. Das ist ja der größte Albtraum, was im Kanal abgeht. Auch in Chasafyar, das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Ansonsten aus dem German Forest haben wir keinerlei Informationen erhalten, können nichts sagen, was hier vor sich geht. Allem Anschein nach gruppieren sich gerade die russischen Streitkräfte in diesem Fall neu. Wir hatten ja vor ein, 2 Wochen die Meldung erhalten, dass in Bachmut eine Menge frischer Truppen angekommen sind und dort auf den Einsatz warten. Ich denke, sobald dann die Luftwaffe, vor allem die jetzt gerade in Krasnogorivka beispielsweise ziemlich beschäftigt ist, genauso wie in der Gegend Avdiivka, dass nachdem die Städte, welche gerade die größten Hotzones darstellen, eingenommen wurden oder was auch immer da passiert ist, was das Ziel der Russen in dem Fall ist, sobald die Ziele erreicht wurden, dann wird die Luftwaffe auch wieder Fokus Chasafyar viel mehr gelenkt sein und dann werden wir auch die Bodenoffensiven sehen. Gucken wir uns einmal Avdiivka an. Hier haben wir nicht allzu viele Informationen erhalten, sage ich mal, eher nichts Neues. Gucken wir uns einmal Nowa Kalinowa an. Hier kriegen wir die ersten Meldungen, dass die russischen Streitkräfte bereits Nowa Kalinowa und Keramik eingenommen haben. Ein Bericht sagt uns, dass in Keramik, dass dort eine Hochburg der AFO-Bataillone ist und einige Häuser noch unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte stehen. Sondereinsatzkommandos des SBUs werden hier reingeschickt.
Und die Kämpfe gehen weiter. Weitere Berichte erzählen davon, dass die ukrainischen Streitkräfte aus diesen Feldern, welche westlich von Nowa Kalinowa und östlich von Achridne sind, also in genau diesem Kessel, bereits die Stellungen verlassen Richtung Archangelski. Und das wird dann die nächste und einzige Hochburg Richtung Awdijewka sein der ukrainischen Streitkräfte, um den Vorstoß der Russen aufzuhalten in diesem Gebiet. Dann die Videos hatten wir nicht erhalten aus Nowa Kalinowa. Dann gucken wir uns einmal Richtung Berdychi die Situation an. Und hier halten wir viele Videos von den ukrainischen und von den russischen Streitkräften, welche belegen, dass ein Truppenabzug stattfindet. Wir sehen, dass die ukrainischen Streitkräfte die Truppen aus diesem Gebiet vor allem abziehen und das Equipment versuchen zu evakuieren. Hier haben wir ein Video entlang des Waldstückes erhalten, wie ein russischer Soldat sehr viele gefallene ukrainische Soldaten filmt, welche den Rückzug nicht geschafft haben, sagen wir es mal so. Und weitere Mapper passen ihre Karte an, unter anderem Deep State UA, welcher sagt, dass diese Felder von den Russen bereits komplett kontrolliert werden. Auch kriegen wir Videos von der Evakuierung mit. Also hier ist die 47. Brigade der ukrainischen Streitkräfte, die ein Video veröffentlicht, wie die Soldaten aus den Schützengräben hier evakuiert werden, in den gepanzerten Fahrzeugen etc. Also die Evakuierung geht weiter, wird alles Richtung Nowopokrewsk gehen, meines Erachtens nach, und Jasnabrodjewka sowie Umanski. Diese zwei, drei Stellungen werden auch von den Ukrainern gehalten werden müssen und das werden sie auf Biegen und Brechen versuchen zu halten, um die Russen nicht weiter vorzulassen in diesem Fall. Dann haben wir weitere Informationen über Nitailowa. Die russischen Streitkräfte konnten bereits ein Drittel von Nitailowa, von dem ukrainischen Dorf, hier sichern. Und das hat ein Video der ukrainischen Streitkräfte bestätigt. Hier sehen wir, wie Deep State UA ein Video veröffentlicht hat, wie eine Stellung, ein Haus, in dem russische Streitkräfte sich befunden haben, angegriffen werden von einem Artilleriesystem. Das konnten wir genau hier geolokalisieren. Wurde ja im Video eigentlich schon geolokalisiert, weil es keine schwere Arbeit. Da möchte ich mir, also einmal das dazu, egal. Auf jeden Fall, Nitailowa ist im Angriff und wir kriegen weitere Berichte, dass die russischen Streitkräfte bis ins Zentrum vorgerückt sind und die Kämpfe hier weitergehen. Eine prorussische Quelle sagt, dass Nitailowa Ende, schreibt da wörtlich sinngemäß übersetzt, also dass Nitailowa schon am Ende ist und also sinngemäß gefallen. Aber dafür gibt es aktuell keine Beweise oder keine Widerlegungen. Allem Anschein nach werden die Kämpfe dort heftig weitergehen. Ansonsten wäre es aus diesem Gebiet. Gucken wir uns einmal die Situation in Krasnagarivka an. Hier bombardieren die russischen Streitkräfte sehr heftig mit dem Tulpan-System. Wir haben eine Bombardierung aus dem Westen von Krasnagarivka, aus dem südlichen Teil, aus dem Westen. So, ich hoffe, das ist verständlich. Eine Bombardierung gesehen, genau in diesem Gebiet. Also allem Anschein nach haben die ukrainischen Streitkräfte im südlichen Teil noch einige Positionen, welche die russischen Streitkräfte noch nicht gesichert haben. Und das Tulpan 240 mm Mortarsystem arbeitet in diesem Gebiet. Und bei dem Tulpan ist zu erwähnen, also die Explosionen sind ziemlich heftig. Wie gesagt, 240 mm Geschosse, das ist schon auf jeden Fall ein Brecher, sagen wir es so. Hier sehen wir auch diese massiven Explosionen und das in der Masse. Also, was das mit der Psyche eines Soldaten in diesem Gebiet macht, das ist natürlich heftig. Vor allem mit der Munitionsüberlegenheit und also die Kapazitäten der Russen sind auf jeden Fall um einiges höher als die der Ukrainer. Die können bombardieren, das können sich die Ukrainer gar nicht vorstellen, so zu bombardieren mit den Munitionskapazitäten, welche sie haben. Dann auch Syriac Maps hat seine Karte angepasst, dass die russischen Streitkräfte also an diesem Kreisverkehr, wo die Tankstelle ist, ihre Positionen ausgebaut haben. Und die Angriffe werden jetzt entweder im Norden, im Westen, im Osten weitergehen. Wohin genau, können wir aktuell nicht sagen. Nach den Tulpan-Angriffen sieht es aus, als würde man in den Westen vorrücken wollen, aber nähere Informationen liegen diesbezüglich nicht vor. Das wäre es dann erstmal Richtung Mariinka, Richtung Nowa Michailowka haben wir nichts erhalten. Richtung Vuhledar auch nichts. Und jetzt kommen wir zu Urajainy-Staromajorsk. Hier gingen die Aktivitäten ziemlich rund, sage ich mal. In Urajainy haben wir viele Bombardierungen erhalten, FAB-Einschläge auf die ukrainischen Stellungen hier in diesem Fall, wie ihr sehen könnt. Drohnenaufnahmen haben wir erhalten, welche wir jetzt nicht angucken können aufgrund von Todesfällen. Aber auch in Staromajorsk kriegen wir Videos von den FAB-Angriffen mit. Hier haben wir das Video und weitere FAB-Angriffe hier. Also eine ziemlich hochbombardierte Gegend in diesem Fall. Ich erinnere nochmal, Staromajorsk und Narajeine wurden von den Ukrainern zurückerobert in der großen Sommeroffensive, Konteroffensive 2023. Also den Russen wird auch symbolisch sehr viel daran liegen, diese zwei Dörfer hier zu erobern, um natürlich dann den Fortschritt der Ukrainer zunichte zu machen, sagen wir es mal so. Also im Großen und Ganzen, die Kämpfe gehen weiter und wir werden in den nächsten Wochen mehrere Bodenoffensiven sehen in diesem Fall. Und Staromajorsk oder Urajainy sind
auf jeden Fall sekundäre Ziele zwar aktuell, aber dennoch Ziele der russischen Streitkräfte. Richtung Rabotine haben wir nichts erhalten. Und dann gucken wir uns einmal Richtung Cherson diese Gesamtsituation an. Wir sehen, dass entlang des Dnepers die ukrainischen Streitkräfte sehr aktiv mit den Drohnen sind, aber auch die russischen Streitkräfte bombardieren mit den Drohnen und mit der Artillerie in diesem Fall. Und hier gucken wir uns mal ein Video an von den Bombardierungen. Vor allem jetzt, wo wir die Meldung erhalten hatten, vor einigen Tagen, dass knapp 4000 weitere Soldaten zu den 2000, welche hier die Stellungen halten, dazugekommen sind, um wahrscheinlich danach weitere Bodenoffensiven zu starten. Dann kann man sich sicher sein, man hat eine Menge zum Angreifen. Diese ganzen Soldaten müssen irgendwo untergebracht werden. Und die Aufklärungsdrohnen werden natürlich in diesem Gebiet arbeiten auf beiden Seiten und die Position lokalisieren für die Angriffe. Jetzt, wo wir bei den Aufklärungsdrohnen sind, haben wir aus der Gegend Saporizhia ein Video erhalten, und zwar aus der Stadt Slobodjanski. Und zwar hier zeigen die russischen Drohnen ein Video, wie ein Hangar zerstört wird von einer Iskander-Rakete. Und in diesem Hangar waren wohl Aufklärungsdrohnen der ukrainischen Streitkräfte, also etwas teurere, etwas größere, welche höher fliegen können als diese kleinen FPV-Drohnen. Und diese wurden nach den Angaben der Russen in diesem Fall hier zerstört. Dann gucken wir uns auch mal die politische Lage an, oder eher gesagt die russisch-ukrainische Grenze. Einige Bombardierungen haben wir hier noch erhalten. Die russischen Streitkräfte bombardieren hier in Kasachalapan. Wie ihr sehen könnt, die ukrainischen Stellungen. Hier wird ein Depot, ein Warenhaus, ein Lager, wie man es nennen möchte, angegriffen. Hier sehen wir die zwei Einschläge auf das Lagerhaus. Und in Kharkiv war auch eine riesige Explosion. Hier wurde eine Konzentration von ukrainischen Bodentruppen angegriffen in diesem Falle und zerstört. Die Verluste sind aktuell nicht bekannt. Also wie viele Leute bei diesem den Anschlag nicht überlebt haben, wie viele verletzt sind etc. Darüber ist nichts bekannt. Und eine Lancet zerstört ein M109 in diesem Fall, in dieser Richtung, wie wir hier sehen können auf diesem Video. Ansonsten wäre es das erstmal von den militärischen Nachrichten, sage ich mal, von der Front. Gehen wir nochmal in den Westen der Ukraine. Hier haben wir weitere Aufnahmen erhalten von den Anschlägen auf die Energieversorgung der Ukraine. Und wenn wir uns einmal die Bilder hier ansehen, dann sehen wir, dass das Kraftwerk in Dabratwar, also das Powerplant, hier einen Schaden erlitten hat, genauso wie das in Burstin. Das in Burstin ist komplett zerstört. Dort haben wir auch Bilder von innen erhalten. Und generell bei den Kraftwerken von DTEC sind die eigentlich mal sehr offen mit den Bildern, mit der Zerstörung. Also die zeigen da am nächsten Tag immer alles, die ganze Zerstörung. Wird eventuell mit den Aktionären oder Ähnlichem zu tun haben. Die werden das dann allem Anschein nach verlangen, was dort dann Sache ist. Dann hatten wir von der Krim einen Bericht über einen Angriff auf die Krim mit den ATACMS-Raketen. Allem Anschein nach ist es unglaublich, ob es die neuen waren mit der erhöhten Reichweite oder ob es die alten waren mit der 165 Kilometer Reichweite. Über die Ziele ist aktuell noch nichts bekannt. Man weiß nicht, was anvisiert wurde, was zerstört wurde oder nicht. Das werden wir dann in den nächsten Tagen erfahren in diesem Falle. Dann gucken wir uns nochmal einige politische Nachrichten an und schneiden diese mal ganz kurz an. Ihr wisst, es ist kein Politikkanal. Ich versuche mal so die wichtigsten Nachrichten, welche in den Kontext passen, hier mit reinzunehmen. Und ja, weitere Mobilisierungspläne, dass das nicht allzu rund läuft, sagen wir es mal so. Und ja, Probleme mit der Mobilisierung auch. Also die Leute wollen halt nicht zur Armee, die wissen, wie gefährlich das ist, wie sehr die Russen vor allem in der Munition überlegen sind mit den Waffen und dass das halt ziemlich schrecklich ist. Und Silski beschreibt die Situation auch als immer schlimmer werdend, dass die Verluste ziemlich hoch sind und die gesamte Frontlinie davon betroffen ist im Großen und Ganzen. Dann gucken wir noch einmal nach Russland, und hier ist auch für uns Deutsche eine recht wichtige Nachricht, sage ich mal, und zwar bezüglich den Leopards in Moskau. Einige Analysten sehen da ein Problem mit, weil jetzt am 9. Mai, wenn die Parade der Russen, also der, so ich würde sagen, der wichtigste Feiertag in ganz Russland, also in den ganzen UdSSR-Staaten, der 9. Mai, der Tag des Sieges in Russland. In Deutschland ist es, glaube ich, der 8., wo die Kapitulation unterschrieben wurde. Aufgrund der Zeitverschiebung ist es dann in Deutschland der 8. Und hier will man halt die deutschen Panzer und das ganze westliche NATO-Equipment halt über den Roten Platz rollen und das als Errungenschaften, als Siege feiern, dass man das erobern konnte, zeigen, guck mal, die westlichen Waffen sind gar nicht so toll, wie sie alle gesagt haben, weil es hat immer dieses Bild geherrscht von die guten westlichen Waffen und dann die alten russischen Waffen. Immer diese Filme hat man, also aus Filmen, aus Serien, so kennt man das halt, ne?
Man weiß ja, wie der Russe dargestellt wird im Film. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht anders. Man versucht auch, den Westen als in eine bestimmte Richtung zu rücken. Diese ganzen Psyops-Operationen sind bekannt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und jetzt sehen halt einige Leute das Problem, dass sobald diese deutschen Panzer und das westliche NATO-Equipment dann über den Roten Platz rollt am 9. Mai, dass das dann sowas wie ein Krieg wie mit der NATO dargestellt wird und die NATO dann in eine Sache reingezogen wird, in die sie gar nicht reingezogen werden wollen würde. Ich hoffe, ich konnte mich ausdrücken. Also da ist halt so ein Konflikt, sage ich mal, den einige Analysten sehen, und eine Falschdarstellung der Tatsachen kann jeder für sich entscheiden, was er davon hält oder nicht. Ansonsten wäre es das von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis morgen.